Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorievideo und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorievorschlag ist von Trafalgar Law, The Boss. Was wäre, wenn Nappa und Raditz zu Mozzaro geworden wären? Dass Raditz sich zu Mozzaro verwandelt hätte, kommt auch in circa eine Woche, also freut euch schon mal darauf. Bei der Theorie gehe ich danach, dass Raditz und Nappa zur Erde geflogen wären. Ohne Vegeta halt, aber dürfte eigentlich klar sein. Zu der Zeit hätte Nappa eigentlich keinen Grund zu Mozzaro zu werden, weil das Son Goku und Piccolo eh klar überlegen ist. Er ist ja immerhin rund viermal so stark wie die beiden zusammen, wenn man davon ausgeht, dass seine Kampfkraft bei 4000 liegt. Raditz hätte also Zaro eine Kampfkraft von ganzen 12.000 und Nappa eine von 40.000. Raditz war somit 12-mal so stark wie Son Goku und Piccolo zusammen und Nappa ganze 40-mal. Gegen diese unglaublichen Kräfte hätten die beide absolut nichts ausrichten können. Piccolo hatte auch seine neue Technik, die Höllenspirale, eingesetzt, doch sie fügte Raditz keinen Schaden zu. Nappa lachte nur und sagte, komm, probier es doch mal bei mir, du Mickerling. Ach ja, den künstlichen Mond hat Nappa hier gemacht. Selbst wenn sich Son Gohan bei diesem Kampf zum Mozzaro verwandelt hätte, wäre er haushoch unterlegen gewesen. Die beide als Mozzaro zu dieser Zeit könnten sie einfach nicht abwehren. Selbst wenn sie den Bein in Saiyajin-Schwanz abgeschnitten hätten, Nappa wäre einfach noch viel zu stark. Ich glaube auch nicht, dass Nappa die Höllenspirale durchbohrt hätte. Selbst Son Gohans Zorn-Masenko konnte Nappa wegschlagen und das hatte eine Kampfkraft von 2800 und ist damit circa doppelt so stark wie die Höllenspirale. Und Tenshinhans Kikukanone war sogar noch stärker und hatte auch einfach überlebt. Nappas Saiyajin-Schwanze packen würde auch nichts bringen, da er diese Schwäche beseitigt hatte. Es wäre einfach absolut unmöglich, dass sie diesen Kampf zu dieser Zeit gewonnen hätten. Sie konnten ja gerade mal mit größter Mühe Raditz besiegen. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da, ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!